Oberösterreich. 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 Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live Radio. Habt ihr gewusst, dass ein Waschechter derzeit amtierender König auf der Wurzelalm Skifahren gelernt hat und dass das wahrscheinlich berühmteste Kind der Welt dort vielleicht bald einen Schneepflug machen wird? Viele fahren voll ab auf das kleine, aber super feine Familienskigebiet bei Spital am Pyhrn. Nicht nur Royals, sondern eben auch Skifahrer, Tourengeher, Freerider, Langläufer, Schneeschuhwanderer und im Sommer Wanderer und Mountainbiker. Ich treffe mich mit der Karin Kauder von den Hiwu-Bergbahnen an der Talstation der legendären Standseilbahn. Die Karin kennt dort alles in- und auswendig und natürlich auch die schönsten Platzerl. Übrigens, wenn ihr Feedback, Fragen oder Themen habt, dann schreibt uns doch an podcast@liveradio.at oder nehmt im Web und auf der App eine Sprachnachricht für uns auf. Das ist jetzt also ein Oberösterreich-Podcast über die eierlegende Wollmilchsau aller oberösterreichischen Ski- und Freizeitgebiete, die Wurzelalm, die alles kann. Ich bin die Dagmar Hager, los geht's! Wir sind jetzt eingestiegen in die Wurzelalm-Standseilbahn. Was gibt's zu der zu sagen? Ja, wir sind da echt wirklich stolz drauf, weil letztes Jahr ist ja die modernisiert worden, haben wir rund 4 Millionen investiert. Es sind neue Wege, neue Elektrik, ist jetzt am modernsten Stand der Technik, ist wirklich jetzt echt sehr bequem, sehr praktisch und schaut einfach auch toll aus. Ist es wirklich wunderschön. Und wir stehen ja hier auf heiligem Boden sozusagen, na, auf uraltem Boden vor allem. Bis zu 200 Millionen Jahre alt ist das Gestein rund um uns herum. Dinosaurier werden wir zwar keine mehr sehen, es gibt zwar ein paar Höhlenzeichnungen in der Hölle drinnen, aber es gibt vor allem, und das habt ihr aufgegriffen, einen tollen Wanderweg dazu, wo man sich das anschauen kann. Genau, es gibt einen Rundwanderweg, der nennt sich 2 Millionen Jahre in 2 Stunden. Der ist eben auch für Familien konzipiert. Geht man 2 Stunden, man hat verschiedene Erlebnisstationen, macht es für die Kinder auch ein bisschen kurzweiliger, wo man dann wirklich sehr viel Interessantes über die Fauna und die Flora aus der Region erfährt. Auch welche Tierarten das es gibt. Also es ist wirklich ein totaler, lieber, sympathischer Weg und die Familien haben recht erfreut damit. Gibt es noch irgendwas, was man über die Standseilbahn sagen muss? Wie lange fährt man darauf? Also man fährt jetzt in den schnellsten Zeiten, fährt man 5 Minuten und wir können bis zu 1450 Personen pro Stunde können wir darauf befördern. Also das Ding pfeift los, wir fahren jetzt nach oben und dann lüften wir oben noch ein Geheimnisse vom Skigebiet Wurzelheim. Fahren wir schon drauf. Spektakulär. Und schauen den Tourenskigehern beim Aufsteigen zu und den Skifahrern beim Runterfahren. So, Karin, jetzt stehen wir hier oben am Hochplateau, traumhaft schön, das träumen wir uns um 360 Grad, was sehen wir denn da ist? Also wir sehen jetzt da vor uns das Wascheneck, da drüben ist der Nassfrauenkar, dann geht es weiter mit der Toten Mann, rote Wand und dann haben wir nur auf der linken Seite die Stupis. Dazwischen ist der Teichelboden, da ist jetzt auch die Langlaufloipe und der Snowtrail, sehr gut besucht heute bei dem Traumwetter, nutzen sie alle aus. Ja. Du, jetzt von unten fangen wir halt mit den Tourengehern mal an, weil dafür ist die Wurzelalm einfach total berühmt, da waren jetzt einige unterwegs. Ich habe da ganz ein spezielles Angebot. Wir haben da unsere Pistengeheraufstiegsspur, das ist eben so unser Angebot für die Pistengeher, weil viele ja nicht so in das freie Gelände gehen trauen und da hat man eine gesicherte Piste, wo man raufgehen kann. Wir verlangen 10 Euro dafür, hat einen Parkplatz, WC-Anlagen und eben eine beschneite Piste darauf. Gerade in einem Winter wie diesen, wo nicht so viel Schnee ist, wird das Angebot natürlich sensationell angenommen. Und dann stehen wir ja da direkt mitten im Schneeparadies auch für die Kinder. Und da jetzt hätte ich gerne ein paar Fakten gehört für die Familien und vor allem auch so die Facts und Figures zum Skigebiet. Wir haben 22 Pistenkilometer, wir haben 8 Liftanlagen, wir sind eher auf der gemütlichen Seite, also wir haben 10 leichte Pistenkilometer, 10 mittlere und 2 schwarze Pistenkilometer. Wir sind eher so für entspannten Skigenuss, es ist sehr naturnah, wir haben sehr viele Familien da, haben auch einen Sandy Kids Park mit Wellenbahn, Kinderkarussell, Zauberteppichen und auch tolle Angebote für Familien. Bei uns brauchen Kinder bis 10 Jahre nur eine Schneemannkarte um 4 Euro. Können sich schon Familien ordentlich was da sparen. Und aber es ist das andere Eck von der Range auch bedient die Freerider. Genau, am Frauenkar finden die perfekte Bedingungen. Da geht es auf 1870 Meter rauf. Kann man auf der Piste fahren, aber abseits der Piste kann man richtig schön powdern und gibt richtig lässige Strecken. Und dadurch haben wir eine sehr gute Mischung im Skigebiet, weil auch sehr viele junge Leute sind, die das wirklich zu schätzen wissen. Und die Wurzelalm ist halt einfach auch ein Schneeloch. Also wir haben letztes Jahr haben wir fast bis zu 4 Meter Schnee gehabt und da geht es natürlich dann richtig lässig zum Fahren. Wie lange fährt es denn heuer?
Wir fahren heuer voraussichtlich bis Ostern. Wir hoffen, dass es so bleibt. Wir warten jetzt nur ab, welche behördlichen Bestimmungen das noch gibt. Aber der Plan wäre mal bis Ostern. Tourengehen geht die ganze Zeit. Wir haben auch auf dem Abend haben wir auch noch ein spezielles Angebot für die Tourengeher. Da haben wir jeden Mittwoch die Pistengeherabende und auch die Vollmondabende, wo man bis 10 Uhr am Abend die Piste raufgehen kann und auch noch mal runterfahren kann. Mhm. Wo ist denn so dein persönliches Lieblingsplatzl da herum auf der Wurzeln? Mein persönliches Lieblingsplatzl ist Sommer wie Winter das Frauenkar. Also wie gesagt, ich mag es im Winter extrem gern, weil es ein herrlicher Ausblick ist. Es ist eine super Naturschneepiste darunter. Und im Sommer ist es halt auch ganz herrlich. Da haben wir eben auch für die Wanderer da Angebot geschaffen, dass auch wirklich Leute, die es normal körperlich nicht schaffen würden, da mitten ins hochalpine Gelände kommen. Und das ist einfach total schön zum Genießen. Und dann mein persönliches Lieblingswanderung ist dann noch der Südostgrat. Da geht man dann noch circa 1,5 Stunden aufs Vacheneck rauf und da kommt man einfach immer mit dem Schaumnetz zusammen, weil es so eine tolle Landschaft gibt und es ist so ein versicherter Steig. Also es ist wirklich eine von meinen Lieblingswanderungen, sage ich einmal. Ich verstehe das richtig, du fährst da mit der Bahn auf im Sommer und gehst da los oder wie tut man da? Genau, also da kann man mit der Stanzebahn und mit dem Frauenkar rauffahren und dann geht man eben nur um die 600 Höhenmeter geht man dann nur aufs Vacheneck. Das klingt perfekt. Und ein Downhill-Trail gibt es auch? Wir haben im Sommer, haben wir auch neben dem Wandern, haben wir nur eine zweite Schiene, das ist das Mountainbiken. Da haben wir einen Single-Trail, der ist 4,6 Kilometer lang, ist mittelschwer, ist auch für Familien geeignet, die schon ein bisschen Erfahrung haben und der wird super angenommen. Wir haben ja dann einen Bikepark am Murbauer Kugel und das ist einfach dann eine tolle Ergänzung dazu. Jetzt machen wir was ganz Spezielles, denn kann sein, dass bald einmal einer der berühmtesten Menschen der Welt, kann man sagen, ist es wirklich, hier heroben auf der Wurzelalm Skifahren wird. Und wer das ist, das schauen wir uns gleich an, aber da müssen wir so ein Stückchen hingehen, nämlich genau zu dem Ort, wo er dann vielleicht wohnen wird. Und das machen wir jetzt, okay? Ja, gerne. Los geht's. Karin, jetzt sind wir ein paar Meter da heruntergegangen und stehen jetzt vor einem Haus in Gelb mit dunklem Holz. Es schaut bildhübsch aus, aber jetzt nicht ungewöhnlich. Aber ungewöhnlich ist oder sind die Gäste, die vielleicht kommen oder eh schon da waren. Genau, also das gehört der Familie Thomas und die haben eine ganz renommierte Privatschule in London. Und da gehen sogar die britischen Königskinder gehen dort in die Schule. Und es kann sein, dass also einmal der Prinz George oder die Charlotte, dass die nächsten Jahre mal zu uns kommen und da bei uns einen Skikurs machen. Das heißt, die waren schon da, diese Schule war schon da? Die Schule, die ist schon seit ca. 25 Jahren, machen die schon Skikurse da bei uns. Mhm. Und eben vor ein paar Jahren haben sie dann dieses Haus gekauft und neu renoviert, dass sie wirklich exklusiv für ihre Gruppen dann da ein eigenes Haus haben, weil natürlich sind das teilweise sehr honorige Leute, wo natürlich auch Sicherheit sehr wichtig ist. Und darum wird auch die Abgeschiedenheit auf der Wurzelalm so hoch geschätzt. Aber das wäre natürlich schon ein Clou. Ja, das wäre natürlich für uns sensationell. Wir haben eben da unsere Skischule, die eben mit den Kindern Skifahren lernt. Die wäre da natürlich auch super stolz und denen haben wir ja auch das zum Verdanken, weil der hat eben, der Skischulbesitzer, der hat eben damals mit diesem Ben Thomas, hat der gemeinsam einmal Skifahren gelernt. Also da gibt es ganz lange Kontakte. Du, was haben wir jetzt noch nicht gesagt, was wir an der Stelle unbedingt noch erwähnen sollten? Wo wir auch stolz sind, das ist, dass der niederländische König, der Willem Alexander, hat auch bei uns Skifahren gelernt. Also der war in den 80er Jahren mit seiner Familie da, also mit seiner Mutter, der Beatrix, und die haben auch bei uns Skifahren gelernt. Also auf der Wurzelalm, man möchte es nicht glauben, was wir für eine hohe Prominenz da bei uns haben. Sehr spannend. Also zusammenfassend, die Wurzelalm leicht zu erreichen. Genau, wir sind direkt bei der Autobahnabfahrt Spital und Büren. Es ist super schnell erreichbar und es ist einfach auch wirklich für jedermann was dabei. Und das ist einfach so unser Highlight von der Wurzelalm, weil es gibt steile Abfahrten, es gibt Freeriden, es gibt leichte Familienabfahrten, lange sonnige Abfahrten, es gibt Naturschneepisten. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Also ob Boarder, ob Carver, ob Skitourengeher, ob Langläufer, ob Schneeschuhwanderer, da ist es Paradies. Das kleine Paradies von Oberösterreich. Und wenn man sich da mal im online informieren möchte, wo surfe ich hin oder klicke ich hin? Auf www.hivu.at findet man alle Informationen für Hinterstuder und die Wurzelalm. Und da ist dann kompakt alles, was man wissen sollte. Auch die ganzen Sommerinfos, weil natürlich bei uns auch der Sommer eine große Rolle spielt. Oberösterreich! 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 Oberösterreich im Winter. Der Podcast von Oberösterreich Tourismus und Live-Radio. Das war ein Oberösterreich-Podcast über die wunderschöne Wurzelalm. Und die Karin Kauder von den Hivu Bergbahnen und ich haben natürlich danach noch unsere Tourenski angeschnallt und sind gemütlich raufgegangen. Solltet ihr auch einmal probieren. Wie gesagt, Touren gehen geht immer
Und sonst gibt es bis Ostern einen Wochenendbetrieb, Freitag, Samstag und Sonntag. Ich bin die Dagmar Hager. Viel Spaß beim Entdecken.